Im sächsischen Riesa will die AfD mit ihrem Parteitag den Auftakt zu einem Jahr mit vielen Wahlen feiern. Auf einen ihrer erfolgreichsten Wahlkämpfer wird sie dabei verzichten müssen. André Pockenburg. Der Rechtsaußen- und ehemalige Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt fühlt sich in der AfD nicht mehr zu Hause. Weil er mit rechtsextremistischen Äußerungen immer wieder provozierte, drohte ihm ein 2-jähriger Ausschluss von allen Ämtern. Deswegen kritisierte er schon vor 2 Tagen auf Twitter: Der Linksfaschismus bricht mit Gewalt gegen Eigentum und Leib und Leben von politisch Andersdenkenden aus. Und die AfD-Führung hat nichts Besseres zu tun, als den Stil der Öffentlichkeitsarbeit inflationär über Ordnungsmaßnahmen zu regeln. Das ist schon sehr bedenklich. Deswegen ist Pockenburg gestern aus der Partei ausgetreten und hat gleich eine neue gegründet, den Aufbruch deutscher Patrioten. Seine Twitter-Seite zeigt seit heute eine blaue Kornblume, das frühere Erkennungszeichen österreichischer Nationalsozialisten. Die Spitze der AfD weint ihm deshalb keine Träne nach. Es ist gut, dass er weg ist. Er nervte eher, wenn er so lange er da war. Denn als er noch da war, hatte er zum Beispiel mit ausländerfeindlichen Parolen für Schlagzeilen gesorgt. Mitglieder der türkischen Gemeinde in Deutschland bezeichnete er im vergangenen Jahr als Kameltreiber und Kümmelhändler. Beim Neujahrsempfang der AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag heute Abend zeigt Thomas Röckemann, einer der 2 Landesvorsitzenden, aber Verständnis für Pockenburgs Kritik an der Parteiführung. André Pockenburg hat ja in der Vergangenheit einzelne Begriffe benutzt in seinem Sprachgebrauch, die Anstoß gefunden haben. Und ich persönlich plädiere auch für eine freie Sprache. Und wir sollten da als AfD nicht dem Mainstream auf den Leim gehen und der politischen Korrektness auf den Leim gehen und weiter auch das gerade heraussagen, was wir meinen. Aus NRW sind bisher keine Übertritte in Pockenburgs neue Partei bekannt. In Ostdeutschland sollen es nach MDR-Informationen 20 AfD-Mitglieder sein.